Hallo und herzlich willkommen, liebe Nähfreunde und Fans der Marke Yuki Nähmaschinen zum dritten Teil meines Videos Chino-Hose. Ich bin Matthias von Yuki's Style Your Life School und heute möchte ich mit euch die Hose komplett fertig nähen. Die Gürtelschlaufen habe ich hier schon mal vorbereitet. Sie sind ca. 1,5 cm breit. Die Innenseiten habe ich mit der Obi versäubert. Und von außen habe ich sie zur Sicherheit nochmal abgesteppt. Als nächstes schließen wir schon die Naht an der Innenseite der Hose. So soll das Ganze am Ende dann mal aussehen. Ich habe das jetzt alles schon vorbereitet. Ich habe mir die Nadeln schon gesteckt, wie ihr hier sehen könnt. Gleich geht es an die Nähmaschine und dann kann ich die Naht absteppen. Ich habe mir in meiner Maschine einen Geradstichfuß eingestellt, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Meinen magnetischen Abstandshalter habe ich auf 1 cm auf die Stichplatte gelegt. Somit kann ich die Naht zügig runternehmen. Stichlänge ist 2,4. Meine Naht ist fertig und jetzt geht's ab zur Overlock noch zum Kantenversäubern. Die Innenbeinnaht ist fertig, auch komplett versäubert und jetzt als nächstes möchte ich auf der Außenseite noch eine Ziernaht setzen. Am anderen Hosenbein habe ich uns das Ganze schon mal vorbereitet und das schauen wir uns jetzt schon mal an. Und jetzt kommt der, wie ich finde, interessanteste Teil an der Hose. Wir schließen die Schrittnaht. Und ich möchte euch heute meine Variante zeigen, wie ich die Schrittnaht schließe und gleichzeitig den Reißverschluss einarbeite und den Untertritt. Das Ganze habe ich hier schon mal vorbereitet. Ihr seht, die Nadeln sind gesetzt. Den ersten Teil werde ich nur heften, dass er zusammen ist. Und ab dem unteren Teil nähe ich die Hose mit einem 2,5er Stich zusammen. Die Schrittnaht ist geschlossen. Ich habe sie mit dem Bügeleisen einmal ringsherum glatt gebügelt. In dem Zusammenhang habe ich für den Untertritt die Nahtzugabe auch mit 1 cm umgebügelt, denn hier kommt ja jetzt gleich der Reißverschluss mit dran. Den Reißverschluss haben wir ja gerade an dem Untertritt festgenäht. Und jetzt habe ich den Untertritt angeklammert. Ich drehe das Ganze mal um und öffne sozusagen die Innenhose. Und hier werden wir gleich eine Ziernaht nähen und die ist später dann sichtbar an der Hose, wenn der Reißverschluss eingearbeitet ist. Stück für Stück, wenn wir uns das alles angucken. Ich habe jetzt den Untertritt festgenäht. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier die Ziernaht. Auf. Ich habe hier daneben mit schwarzem Garn den Reißverschluss nochmal auf dem Untertritt festgenäht. Somit ist das Ganze jetzt mittels 3 Nähten sozusagen gesichert. Selbst wenn sich mal eine Naht löst, der Reißverschluss ist immer fest. Der nächste Arbeitsschritt wird jetzt sein, dass wir den Reißverschluss auf dem linken Untertritt festnähen müssen. Das machen wir jetzt. Wir klappen den Untertritt rüber. Unser Ergebnis ist, alles liegt schön glatt und ich kann jetzt meinen Reißverschluss hier festheften, damit ich ihn dann annähen kann. Ja.
Im nächsten Arbeitsschritt lege ich mir meine Hose ganz glatt links rum. Streiche alles glatt, hebe meinen Untertritt hoch und wie ihr sehen könnt, habe ich den Untertritt für die linke Seite, ich nähe hier eine Herrenhose, mir hier mit Nadeln festgeheftet. Alles immer schön glatt gestrichen, dass es keine Falten gibt. Im nächsten Arbeitsschritt drehe ich die Hose auf die rechte Seite. Alles nochmal schön glatt streichen. Ihr seht jetzt hier die Nadeln. So, ich weiß also genau, mein Untertritt heftet hier fest. Jetzt kann ich mit dem Lineal gucken, wie breit möchte ich den machen. Ich bin hier so ungefähr bei 3,5, das ist okay. Und da zeichne ich mir jetzt hier eine Markierung an. Und das ist immer wieder an einem gewissen Abstand, 3,5. Und da kann ich dann gleich meine Naht setzen, um den Untertritt dann wirklich festzunähen. So, jetzt muss ich gucken, meine Naht geht bis hier runter, um es genau bestimmen zu können. Gucken wir nochmal auf die linke Seite. Mein Vernähpunkt ist genau hier. Da setze ich mir jetzt hier nochmal eine Nadel. Aha, okay, hier. Also bis hier ist mein Vernähpunkt. Kann ich die Nadel wieder wegnehmen, die stört mich jetzt nur, damit alles schön glatt ist. Ja. Bis hier sind 3,5. Und dann kann ich mir mit einer Schablone eine schöne Rundung einzeichnen. Kann ich mir dann also hier anlegen an meinem Vernähpunkt, hier an meiner Markierung. Und kann mir hier eine richtige schöne Rundung einzeichnen. So wird das gut aussehen. Der Reißverschluss ist fertig eingearbeitet. Meine beiden Nähte habe ich abgesteppt. Wenn wir mal nach innen schauen, der Reißverschluss ist fest. Der Untertritt ist fest. Der lose Untertritt, damit sich der Reißverschluss nicht in die Unterhose einklemmt, den werden wir dann nachher gleich noch hier unten befestigen. Um die Strittnaht vollständig abzuschließen, werde ich jetzt noch die hintere Naht mit einem Zierstich absteppen. Zum Abschluss trennen wir noch unsere Behelfsnaht auf. Es gibt jetzt noch zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen das Ganze so, wie wir es hier sehen, oder wir setzen hier noch eine kleine Ziernaht. Unser Reißverschluss ist fertig eingenäht, unsere Ziernaht ist fertig. Und zur besseren Stabilität habe ich hier noch einen Riegel gesetzt. Das ist Geschmackssache, den könnt ihr schwächer oder stärker machen, ganz wie ihr das möchtet. Wir sind schon auf der Zielgeraden mit unserer Hose. Wir brauchen jetzt nur noch rechts und links die Außennähte schließen, den Bund annähen und dann sind wir schon fertig. Ein kurzer Stopp am Bügelbrett. Ich bügele jetzt schnell meine Außennähte glatt, damit wir dann die Nahtzugaben auseinanderbügeln können, weil die Außennähte werden ja von außen nicht nochmal abgesteppt und wir wollen ja dann noch unseren Saum noch umschlagen. Ich bügele jetzt meine Nahtzugabe hier schön mit bisschen Druck auseinander, soweit wie ich hier komme beim Armbügelbrett, damit es schön flach ist, damit ich dann meinen Saum hier schön umlegen kann. Ich habe meinen Saumabschluss festgesteckt und den werde ich als nächstes abnähen.
Ich bin ein großer Fan davon, meine Saumabschlüsse von rechts abzunähen. Das kann ich ganz gut bewerkstelligen, indem ich mir einen magnetischen Abstandshalter setze, vorher meinen Abstand von links einstelle und somit kann ich problemlos von rechts alles perfekt abstellen. Von der linken Seite stelle ich mir meinen Abstandshalter, den es im Übrigen im Sonderzubehör bei Yuki gibt, ein. Und dann kann ich ganz problemlos von rechts anfangen zu nähen. Ich fange immer an der Innenseite an. Bei der NX7 gibt es eine wunderbare Besonderheit. Nach dem Abschneiden hebt sich automatisch der Fuß. Betätige ich noch zweimal diese Taste zum Füßchen heben, versenkt sich automatisch der Transporteur. Somit bleibt ihr, wenn ihr euer Nähgut vorzieht, nicht mehr irgendwo an einem Zähnchen hängen. Meine Gürtelschlaufen habe ich mir schon an meine Hose geheftet. Ganz individuell, so viel wie ich mag. Mein Bund habe ich mir vorbereitet mit Stanzband. Ich habe 4 cm Breites genommen. Die Innenseite habe ich mir mit einem Satengband versäubert. Ich persönlich finde das sehr schön. Und jetzt kann es losgehen und ich nähe den Bund an. Zum Abschluss habe ich uns die Hose hier nochmal hergelegt, damit wir uns alles nochmal ganz genau anschauen können. Anfangen werden wir mit unserem Saum. Das obere ist die Außenseite und das untere ist die Innenseite unseres Saums. Gehen wir hoch zum Bund mit den Gürtelschlaufen. Diese habe ich einfach nur unten mit dem Bund festgenäht. Die obere Naht hält gleichzeitig die Gürtelschlaufen mit fest. In der Innenseite sehen wir das Satengband. Ich liebe diesen Abschluss, weil der lässt eine Hose immer schön hochwertig erscheinen. Ich bevorzuge bei Hosen einen Klettverschluss. Den Riegel, den ich hier gesetzt habe, hält gleichzeitig noch meinen Untertritt in der Innenhose fest. So, meine Lieben, und jetzt seid ihr sicherlich schon sehr gespannt drauf, wie die Hose im getragenen Zustand aussieht. Bitte schön. Meine Paspeltaschen vorn, meine Paspeltaschen hinten. Bleibt schön neugierig und gespannt auf die nächsten Videos. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Feedback, Fragen und auch Anregungen bitte unten in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, euer Matthias von Yuki, Style Your Life School.